Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem Aufnahme, was kommt am 23. September 2020. Mond befindet sich im Mondhaus Ishta. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte von der indischen Mythologie. Mond ist ein Mann und verliebte sich an Rohini. Rohini war jung, unschuldig, schön und symbolisierte die Morgenröte. Mond machte einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater hat zu ihm gesagt, nun gut, du darfst du meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und das hat der Mond auch getan. Er heiratete alle Geschwister, die schönste. Und die jüngste war natürlich Rohini, die große Liebe des Mondes. Und der Mond besucht nach dieser Geschichte jeden Tag eine seiner Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und jetzt sind wir bei Ishta. Ishta ist die älteste von den Geschwistern, aber keine alte Frau. Ishta hat Bewunderung bekommen, Ansehen, Anerkennung von allen anderen. Und das, was wir als Botschaft bekommen im heutigen Tag, wir sollen weise verhalten. Wir bekommen heute Anerkennung und Ansehen. Dabei haben wir karmische Aufgabe, weil Mond trifft heute den absteigenden Mondknoten und das symbolisiert die Vergangenheit, kommen auch die karmischen Erinnerungen. Die heutige Mondbewegung befindet sich im Sternbild Schlangenträger. Dieses Sternbild befindet sich auch im Ekliptik. Normalerweise sollte die 13. Tierkreiszeichen sein, zählt aber nicht dazu. Dazu gibt auch eine mythologische Geschichte, der Schlangenträger. Es gab einmal ein Kind, der Sohn von einem König, und dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Und der Schlangenträger oder Asklepios musste dieses Kind heilen. Es gab zwei Schlangen, der eine trägt die Heilkräuter in sich, der andere das Gift. Und der Schlangenträger musste eine wichtige Entscheidung treffen, mit welchem Mittel heilt das Kind. Zum Glück hat die richtige Entscheidung getroffen, das Kind wurde geheilt. Das ist auch eine Botschaft für uns. Erstens die Wandlung, die Heilung. Und zweitens, dass wir wichtige Entscheidungen treffen. Und wir sollen auch darauf achten, welche Einflüsse haben wir von außen. Kommt ein Gift zu uns entgegen und jemand erzählt Lügen. Und das ist immer Honig, süß, verpackt. Wenn wir das glauben, dann sind wir wie dieses Kind, fallen wir auch auf diesem Honigtopf. Oder sind wir klug und glauben an die Wahrheit. Und das war meine heutige Aufnahme, was kommt am 23. September 2020. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.